Ja, hallo und herzlich willkommen zur Raw und SmackDown Live Review. Der Superstar Shake-Up 2018 fand in jeweiligen beiden Ausgaben statt. Das heißt, Leute von SmackDown Live können zu Raw wechseln und Leute von Raw können zu SmackDown wechseln, wo halt sich die General Managers, Kurt Angle und Paige, sich austauschen und dann quasi verhandeln, wer rüberkommt. Und an meiner Seite ist natürlich der frisch gebackene Geburtstagskind Mischa. Guten Abend. Ja, hast deinen Geburtstag gut gefeiert? Ja, war ein schöner Tag, ja. Hab ja freigekriegt, erstmal schön ausgepennt, Raw geguckt und dann noch abends ein bisschen gefeiert, ein bisschen gegrillt. War ein knackiger Tag. Das kann man so sagen, das war auch ein guter Tag. Und jetzt, ja, einen Tag später, reden wir über beide Ausgaben. Das, denke ich mal, ist ganz gut. Und natürlich, der Shake-Up ist passiert. Es wurde wieder durchgeshaked. Ja, wie auch immer. Also mit dem Wort kann ich mich immer noch nicht ganz anfreunden, aber gut. Das ist halt Vince, ne? Der liebt solche Wörter. Ja, bevor wir zur Ausgabe kommen, noch ein Thema, was wir ganz kurz ansprechen wollen. Das war ja so eine Breaking News in dem Sinne. Und zwar, dass Bruno Sammartino, wenn ihr es seht, vor ein paar Tagen, also am Mittwoch, verstorben ist. Ja. Einer der größten World Champions aller Zeiten. Rein vom Namen her hat er die Rekordregentschaft in der WWF-Geschichte. Und ja, zweifacher Titelträger mit, was weiß ich, irgendwie 2800 oder irgendwie sowas in die Richtung, glaube ich. Ich glaube, insgesamt 4000 Tage irgendwie. Genau, ich glaube, eine Regentschaft war, glaube ich, 2,8 oder irgendwie sowas in Richtung. Genau. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Genau. Und ich glaube, 2803, ja. Aber auch einer, der Rekord hält für die meisten Main Events im Madison Square Garden. Und ja, hat auch eine relativ faszinierende Geschichte hinter sich, also Kindheitsgeschichte oder so. Da empfehle ich jedem mal beim Wrestling Observer reinzuhören. Wrestling Observer Radio oder so, oder Wrestling Observer Live oder halt im Newsletter, wenn er rauskommt, wenn dann Meltzer sein Kram dazu geschrieben hat. Es hört schon ein bisschen dumm an, aber wenn ein Wrestler stirbt, es hört sich sehr dumm an. Also ich meine es nicht so, wie ich sage, aber ja, also man sollte das, ja, ich weiß nicht, wie ich ausdrücken soll, aber es hört sich dumm an auf jeden Fall. Aber immer wenn ein Wrestler stirbt, freue ich mich schon auf den Wrestling Observer Newsletter, weil es immer verdammt interessant ist, über den Wrestler was zu lesen. Das hört sich schon echt falsch an, aber das sage ich ja, aber man weiß, was du meinst. Genau, man macht aus dem Negativen was Positives dann. Wenn man dann halt über die Legacy von dem jeweiligen lesen kann und ihn dann dadurch nochmal ehren kann. Ich glaube, das haben wir heute Mittwoch, genau, da müsste morgen dann der Observer rauskommen. Und dann kann man darüber dann über Sammartino lesen, über seine gesamte Geschichte, über seine Sellouts, die ja von der WWE besonders hoch, glaube ich, gehandelt wurden. Ja, ich meine, die WWE mit ihren Zahlen, wenn wir da jedes Jahr die WrestleMania-Zuschauerzahlen hören, dann ist das ja ein genauso großer Bullshit. Und das wurde bei Sammartino dann halt auch ein bisschen hochgedreht mit seinen Madison Square Garden Sellouts. Das war ja in Wirklichkeit weniger und ja, kann man dann alles bei Meltzer nachlesen, ist immer sehr interessant, also was das angeht. Man kann ja von ihm halten, was man will, mit seinen Spekulationen und seinen Meinungen oder was auch immer, aber er ist schon ein verdammt guter Wrestling-Journalist und Schreiber. Einer der renommiertsten Leute der Welt, halt. Auf jeden Fall, ja. Im Wrestling-Welt, also kann man auf jeden Fall sagen. Ja, Bruno Sammartino, das war für mich ein bisschen überraschend, dass er verstorben ist. Also klar, er ist 82 Jahre alt, das ist halt so ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, da kann man, oder da stirbt man auch leider. Aber ich muss sagen, ich war erstmal überrascht, weil ich erstmal auf der WWE, also auf YouTube gesehen habe, oh, WWE-Tribute oder irgendwas mit Bruno Sammartino haben die irgendwie geredet. Und dann so, hä, warum machen die auf einmal jetzt so ein Video? Ist er jetzt gestorben oder so? Und dann gucke ich irgendwann im Internet und dann so, oh. Nice. Mir hat es die WWE-App gesagt. Dachte so, oh, schade. Aber Todesursache ist jetzt nicht bekannt. Er ist in seinem Heim verstorben. So wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, hast du es schon richtig gesagt, einer der Größten, so einer der Vorreiter, so der Topstar vor
Hulk Hogan vor John Cena, vor Bret Hart, Shawn Michaels, Taker und so weiter halt. Rock, Austin natürlich. Also quasi der. Eigentlich so der erste. Genau, der erste Topstar, den es eigentlich gab. So ein Typ, der relativ bekannt war, also auch in der damaligen Wrestling-Welt, natürlich vor unserer Zeit bekannt war. Gab auch eins der größten Schocker in der Wrestling-Geschichte, kann man noch erwähnen, oder vielleicht eins der größten Schocker im Madison Square Garden, wo Bruno Sammartino dann überraschend den Titel ja verloren hat, was auch eine Hintergrundgeschichte gibt, aber jetzt in der damaligen Zeit einfach den Titel verloren hat an, ich glaube, Ivan Koloff war das. Genau. Was da auch besonders war, dass da Totenstille war, also wirklich ein Schock. Da wurde auch sogar der Sieger nicht verkündet und so weiter. Also da hat man auch schon viel daraus gemacht. Wo ich auch sagen würde, wenn ich jetzt damals in der Halle da gesessen hätte, wäre ich wahrscheinlich auch geschockt gewesen. Also ich denke mal, so eine Art würde ich auch reagieren. Und wie gesagt, Bruno Sammartino hat auf jeden Fall eine Ära geprägt. Ich glaube, 20 Jahre war er im Wrestling aktiv. Und einmal sogar retired, kann man sagen. Wurde dann ja von Vince McMahon und Vince McMahon, den wir heute kennen, Vince McMahon Junior quasi, dann ja zurückgeholt, hat einen wesentlich abgespeckteren Vertrag gekriegt mit mehr Kohle und weniger Auftritten und hat sich dann letztendlich, glaube ich, so in den 90ern rum, beziehungsweise in den späten 80ern dann komplett vom Business abgewendet, weil ihm halt überhaupt nicht gefallen hat, wo es so hingeht. Erstens halt mit dem ganzen Cartoon-Scheiß, dass es halt kein Pro-Wrestling mehr war, halt wirklich Männersport, sondern halt dann irgendwelche Superhelden durch die Gegend fliegen und der Drogenmissbrauch wurde größer und deshalb hat er sich dann ja vom Sport abgewendet, auch von seinem Sohn. Genau. Der dann ja auch seine Karriere fördern wollte mit Steroiden, also mit Drogen. Und erst vor kurzem, also ich glaube 2012 oder 2013 oder sowas in die Richtung, hat er sich dann ja versöhnt wieder und kam ja dann in die Hall of Fame, hat seine eigene Statue gekriegt und alles Mögliche. Und ja, wenigstens konnte er das noch abhaken. Das war ja genauso wie beim Warrior. Wenigstens konnte man sich da noch versöhnen, konnte man sich da noch einigen, dass er rechtmäßig geehrt wurde und ja. In Frieden ruhen konnte dann. Ich denke mal auch so für ein Ultimate Warrior damals auch, wo der auch, das war auch ziemlich krass, fand ich die Sache. Also das fand ich krasser als bei Sammartino, weil bei Sammartino war es ja jetzt 5 Jahre nach dem Hall of Fame Einzug. Nur bei Ultimate Warrior fand ich es ein bisschen krasser, wo er halt, glaube ich, bei 2K14 dann am Start war. Dann bei der Hall of Fame, dann bei WrestleMania, bei Raw After Mania diese Promo gehalten hat, wo wir auch alle gedacht haben, was das jetzt so für eine Promo auf einmal war. Und am nächsten Tag ist er dann gestorben. Ja. Und das war auch schon, wo ich auch gesagt habe, krass. Also da war ich auch ziemlich überrascht und war ich nie der größte Warrior-Fan. Andererseits fand ich schön, dass er so seine letzten Sachen, dass jetzt alles geklärt ist, der Frieden, er ihn gesucht hat und ja, ich sag mal, im Frieden sterben konnte in dem Sinne. Also klar, ein Tod ist nie so gut. Und ja, wie gesagt, Bruno Sammartino, wie gesagt, eine Legende. Wie gesagt, zu seinen wrestlerischen Fähigkeiten kann ich wenig sagen, weil ich wenig Matches von ihm gesehen habe. Man kennt ihn halt einfach. Und ja, ist halt eine Legende und ja, Legends never die. Richtig, ja. Genau, was ich auch noch erwähnen wollte, was letzte Woche passiert ist, war auch so eine Sache, die ich auch jetzt zumindest in der WWE nie erlebt habe. Und zwar Dave Meltzer, haben wir ja gerade angesprochen, hat 2 5-Sterne-Matches verteilt. Und zwar einmal für den Opener, das Ladder-Match, und für den Main-Event. Gargano gegen Ciampa. Was ja es war schon mal der Fall, dass das schon mal passiert ist bei einer Wrestling-Show, 2 5-Sterne-Matches. Aber es ist an einer Hand abzählbar. Also gibt bestimmt irgendwelche Events, wo das mal passiert ist. Ich habe jetzt auf Cage Match ein einziges gefunden. Das war ein alter All Japan Women's Pay-Per-View, glaube ich, von 93 oder so. Da gab es 2 5-Sterne-Matches, aber ansonsten gab es das wirklich noch nicht oft. Und das ist schon sehr krass. Also, wie gesagt, auch da, man mag von Meltzer oder man kann von Meltzer halten, was man will. Aber wenn er jetzt seit irgendwie, der ja schon seit den 80ern den Newsletter schreibt und er selbst dann jetzt, keine Ahnung, zum zweiten, dritten, wie auch immer,
vielten Mal da mal 2 5-Sterne-Matches bei einer Show gibt, dann kann man auch da schon drauf vertrauen, dass es eine sehr, sehr großartige Show war. Als jemand, der vielleicht die Show nicht gesehen hat, nur davon jetzt gehört hat. Die Leute gibt es wahrscheinlich nicht, weil jeder hat die Show wahrscheinlich inzwischen gesehen. Und hat sie geliebt, vielleicht. Und hat sie geliebt. Und ja, ob man jetzt 2 mal 5 Sterne gibt, ist ja jedem selber überlassen. Aber dafür ist ja Meltzer auch da. Er ist ja nicht da und sagt, ey, das war ein 5-Sterne-Match. Ist so, ihr habt keine andere Meinung. Sondern es ist ja eine Richtlinie. Und wenn er halt sagt, hey, da gab es 2 5-Sterne-Matches, dann sollte man sich die Show mal angucken. Und ich sage mal, er gibt ja nicht wahllos irgendwelche Ratings. Also eben. Ich sag mal, ich persönlich kann so viel sagen, Main Event stimme ich auf jeden Fall zu, gebe ich auch 5 Sterne. Opener habe ich 4,5 gegeben, aber wie gesagt, ist halt eine Meinung. Ich habe dann die Show gesehen und ja, 2 5-Sterne-Matches, auch geil. Einerseits natürlich freut mich für NXT, dass sie sowas auch gekriegt haben, weil es ja in der WWE, man muss überlegen, jetzt in diesem Jahr gab es 3 5-Sterne-Matches von Meltzer. Das hatten wir in den letzten 10 Jahren in der WWE nicht gehabt. Das letzte war ja 2011. Genau, und davor war es, glaube ich, 98, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube 97 sogar. Irgendwann. 97, oder? Michaels gegen Taker? Michaels gegen Taker, meinte ich. Also darauf wollte ich hinaus. 97. Michaels gegen Taker, dann gab es ja Austin Rock war das ja. Bret Hart gegen Owen hat Steel Cage Match. Meinst du Austin gegen Bret Hart? Was habe ich gesagt? Austin gegen Rock. Nee, Austin gegen Bret Hart meinte ich. Bret Owen. Ja, Bret Owen und Michaels Razor. Hab ich noch eins vergessen? Ich glaube nicht, oder? Nee, das waren alle. Genau, das waren alle. Dann kam Punk Cena, wie du schon gesagt hast. Und jetzt 3 Matches von NXT. Ist natürlich cool, was da für eine Matchqualität, aber zeigt natürlich auch die Leistung, die NXT momentan auch zeigt. Und ja, krass. Also muss ich echt sagen. Finde ich schon cool und freut mich auch für NXT. Auch Gargano, der jetzt 2 5-Sterne-Matches abgerockt hat. Ja. Und WrestleMania 10 hatte keine 5-Sterne-Matches, weil ich schon überall das gelesen habe. Der Opener zwischen Bret und Owen hatte nur 4 3/4. Das 5-Sterne-Match, was man von Bret und Owen kennt, ist von SummerSlam 94. Genau. Gab's nicht. Hä, logischerweise. Michaels gegen Reza war doch ein 5-Sterne-Match. Ja, war's ja. Ja, nee, ich habe verstanden, dass es gar kein 5-Sterne-Match gab. Doch, doch, aber wegen den 2 5-Sterne-Matches jetzt bei einer Show, weil auf Twitter hatte ich eine Diskussion gesehen von wegen, ja, es war ja nicht das erste Mal, dass das passiert ist, jetzt gab es ja schon bei WrestleMania 10 oder so. Nee, bei WrestleMania 10 gab es das nicht, das stimmt. Oft verwechselt. Genau, das wird immer öfter verwechselt. Obwohl ich sagen würde, ich würde dem 10er eher 5 Sterne, also da habe ich ja 5 Sterne gegeben, als jetzt dem 94er. SummerSlam. Ich fand das SummerSlam-Match super lahm, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ja, ich fand's dazu geil. Ich hab dem 10er auch, also WrestleMania 10 dem Match auch 5 Sterne gegeben damals. Ja, genau. Also, da merkt man schon, es sind halt andere Meinungen, was aber okay ist. Also, ich find's gar nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, Meltzer braucht man dafür nicht zu kritisieren, finde ich. Er hat halt seine Meinung. Man muss sie nicht dran halten, aber wie gesagt, auch nach einer Woche bin ich NXT immer noch sehr begeistert. Ich gucke es mir auch gerne ab und zu mal Sachen davon an. Und das war für mich das beste Takeover aller Zeiten. Ja, also das wird auch hart, das zu toppen, weil ich glaube, es wird nie, also ich lehne mich jetzt mal auf dem Fenster, aber ich sag mal, es gibt nie wieder oder es gibt niemals eine Show, wo es 3 5-Sterne-Matches gibt. Nee, 3 5-Sterne-Matches ist sehr unwahrscheinlich. Also, da traue ich nicht bei einer 2-Stunden-Show zu. Oder fast 3 Stunden. Ja. Weil das wäre schon, oh Gott. Also, ich glaube, dann sterbe ich. Wenn es 3 5-Sterne-Matches, die ich geben würde. Also, ich glaube, dann würde ich fast sterben. Gut. Kommen wir von einer 5-Sterne-Show zur nächsten. New Japan? Ja. Nee, natürlich. Fangen wir an mit Monday Night Raw aus Hartford, Connecticut, aus dem XL Center. Und ja, wie gesagt, der Superstar Shake-Up. Ja, fing erstmal gut an, ne? Das war ein schöner Start in deinen Geburtstag. Kurt Angle kam raus und hat dann halt gesagt: Ja, der erste Draft und so, oder der erste Shaker, der Undershaker,
Dann hat Sunil Singh ihn schon unterbrochen und hat dann gesagt, ey, Jinder Mahal. Dann kam halt Jinder Mahal raus als US-Champion und hat ein bisschen, war halt ein bisschen cocky. Alter, Jinder, ich weiß nicht, was mit Jinder Mahal ist. Also, der ist ja schon ein ganz schöner Klappspaten. Aber der kann keine Promos halten. Der hat irgendwie dauerhaft die Tony Schimmel Voice Breaks da in seiner Promo. Also, ob er gerade im Stimmbruch ist oder so, oder ob die Steroide ihm auf den Hals schlagen, keine Ahnung, was bei dem abgeht. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, aber ist mir auch schon aufgefallen. Aber ja, er war halt ein bisschen cocky und Engel hat dann gesagt: Ja, du bist cocky und Open Challenge, jeder, der jetzt rauskommt, kriegt ein US-Titelmatch gegen dich und ja, dann kam Jeff Hardy raus unter einem großen Pop. Genau, Und und dann. damit waren Jinder Mahal und Sunil Singh offiziell bei Raw. Richtig. Also die Story vom Shake-Up ist eigentlich, es wird nie gesagt, ey, du bist verpflichtet, also oder selten, sondern wer halt einfach auftaucht von einer anderen Show, der ist automatisch verpflichtet. Gefühlt ja. Ja, Jeff Hardy und Jinder Mahal hatten dann halt ihr Match, ging knappe 12 Minuten. Jeff Hardy, großes Lob von mir, der hat ein annehmbar ordentliches Match aus Jinder Mahal rausgezogen. Wie es damals ja schon AJ mal geschafft hat und Orton einmal. Und er hat den US-Titel geholt. Und ja, willkommen bei Raw Jinder. Finde ich super, weil so hast du erstens den Kacktitel von Jinder Mahal weg. Zweitens, du hast ihn zu Raw geschoben, heißt, ich kann wieder SmackDown gucken. Und Jeff Hardy als US-Champion ist etwas, womit man leben kann. Ganz besonders, wenn er sogar noch so gut ist und ein solides Match aus Jinder Mahal holen kann. Dann bin ich gerne bereit, Jeff Hardy nochmal mit 40 Jahren oder wie alt er inzwischen ist, als US-Champion zu sehen. Da hast du viele Geschenke an dem Tag bekommen. Definitiv. Ja, man kann auch sagen, Jeff Hardy als US-Champion gefällt mir. War er noch nie. Ist jetzt damit auch, ich glaube, er ist auch sogar ein originaler Grand Slam-Champion, soweit ich das weiß. Weil er auch, glaube ich, den European und den Hardcore-Titel auch gewonnen hat. Ja, Genau, also ist er sowohl ein originaler Grand Slam-Champion als auch jetzt ein aktueller Grand Slam-Champion. Also. Ja, Grand Slam Hardy, wie man jetzt sagen kann. Also er hat ja den WWE-Titel ja vor langer, langer Zeit gewonnen. War auch World Heavyweight Champion, war Tag Team Champion. oder? Und TNA World Champion. darüber reden wir lieber nicht. Intercontinental Champion war ja auch von längeren Zeit, also ganz, ganz lange her, glaube ich sogar, wo er 8 Millionenfacher Tag Team Champion. Genau, und dann halt jetzt US Champion, ist er jetzt Grand Slam Champion. Ich freue mich für Hardy, dass er mal wieder einen Titel gewinnt. Ich mag ja, ich bin ja Jeff Hardy, mag ein bisschen. Ja, Jinder Mahal bei Raw. Ja, ist halt da, ne? Also zu SmackDown kommen wir ja noch. Und ja, Jeff Hardy als US-Champ gefällt mir. Match war ansehnlich und ja, Jeff Hardy als US-Champion. Freut mich. Gönne ich ihm. Letzte Woche war ich dann ja relativ. Ja, ich sag mal, milde gestimmt auf das Debüt von No Way Jose und hab mir gedacht, okay, ist als Heel vielleicht ganz cool, wenn er die Faces so ein bisschen trollt, wenn er dann reingedanced kommt. Aber hier, Chapeau an die Booker, ja, No Way Jose ist jetzt mein neuer Lieblingswrestler bei Raw. Und Jinder Mahal war backstage, war richtig pissed. Und No Way Jose kam halt vorbei gedanced und hat ihn halt nochmal schön getauntet und ist dann mit Renee Young davon gedanced. Und Mahal war pissed. Also so bringt man Leute over. War geil. War awesome. Das war, glaube ich, auch dein Moment gefühlt. Des Jahres. Des Neben Jahres. der Enzo Amore-Entlassung. Gut, die war leider nee, war die letztes Jahr oder war die dieses Jahr? Am 22.01. Ah, okay. Das hast du so, das hast du sogar noch gemerkt. Ach du Das werde Scheiße. ich nie vergessen. Das stimmt. Ja, dann gab's ja ein negativeres Beispiel, würde ich mal sagen. Bayley gegen Sasha Banks. Ich habe es nicht für möglich gehalten, aber das Match hat gesackt. Ewig langer Aufbau. Und dann kommt sowas bei rum. Ich meine, es war das, was ich letzte Woche gecallt hatte. Es war ein Match mit Shit-Finish, damit es weitergeht. Und genau das ist passiert. Die hatten halt ein 8-Minuten-Match, was relativ shitty war, mit ein paar Botches drinne. Und
Dann kam halt der Riot Squad raus, der rüber geshaked wurde. Ich will immer draften sagen. Und hat halt beiden einen Beatdown gegeben und ja, wird halt dazu führen. Vielleicht holen die sich noch eine dritte ran, keine Ahnung. Die werden jetzt erstmal ein Pay-Per-View gegen den Riot Squad fehlen und dann werden sie sich wieder splitten und dann wird es wahrscheinlich irgendwann in die SummerSlam-Richtung des Singles-Match zwischen beiden geben. Vielleicht. Irgendwann. Ja, Match war nicht gut. Fehde wird super, weil man zieht alles wieder in die Länge. Ich muss es halt nicht verstehen, warum man es macht. Also. Seit wann geht diese fucking Fehde schon im Main Roster? Seit wann? Also bestimmt schon. Royal Rumble? Ja, aber nicht in diesem Jahr. Also wahrscheinlich schon seit 3 Jahren gefühlt der Royal Rumble. Gott, ich will es nicht mehr sehen. Dass wir das sagen müssen, ne? Ja, bei NXT gefühlt die besten Matches gehabt und also nicht nur da gefühlt, sondern auch eine Zeit lang die besten Matches gehabt. Da habe ich die Matches geliebt. Ja, hatten die besten Matches am Abend, wo auch noch Leute wie Finn Balor oder Kevin Owens auf der Card standen, was jetzt auch nicht jeder schafft. Und im Main Roster einfach absoluter Bullshit. Gut. Heath Slater und Rhino wollten Payback gegen Authors of Pain, weil die letzte Woche gesquasht wurden. Und die hatten dann ein Match. Ging mir zu lang, muss ich sagen. Authors of Pain mit ihrem zweiten Auftritt hätte ich jetzt nicht unbedingt so gebuckt, dass sie so viel sellen für Rhino und Heath Slater. Ich hätte ihn ein bisschen deutlicher besiegt, aber es war okay. Die haben am Ende gewonnen, hat gepasst. War dann halt trotzdem relativ deutlich, aber war halt kein Squash. Es war halt da, aber hat mich halt nicht groß interessiert. So, jetzt wird's awesome. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. The Miz. Miz TV, ja. The Miz, Bo Dallas, Curtis Axel im Ring. Und Miz hat die neuesten Mitglieder von Team Raw vorgestellt. Und das sind Kevin Owens und Sami Zayn. Und die sind dann komplett steil gegangen im Ring, haben sich im Kreis dann alle umarmt und sind rumgesprungen wie die Bekloppten. Und dann kam Kurt Angle raus und what the fuck is going on? Und dann hat Sami Zayn seine Lesebrille rausgeholt. Das war so awesome. Und hat dann halt vorgelesen, ja, hier wäre ja wär eine Schande gewesen, wenn die nicht verpflichtet worden wären nach dem Match letzte Woche und bla bla bla. Und unterschrieben von Stephanie McMahon. Kevin Owens ist dann halt komplett ausgemarkt und Stephanie McMahon ist doch dein Boss und so, kennst du. Und ja, was sagst du dazu? Und Kurt Angle hat dann halt gesagt, ja, kaum zu glauben, dass die mit einem ausgerissenen Arm noch E-Mails schreiben kann und ist okay, ihr könnt bei Raw bleiben, ich wurde überstimmt, ist okay, aber The Miz, du darfst dich verabschieden, du bist heute die letzte Nacht hier, du gehst zu SmackDown, weil Daniel Bryan das unbedingt möchte. Und Miz hat dann halt schon angefangen, ja gut, dann gehen wir halt. Und Kurt Angle sagt dann, nö, nee, ein Wir gibt's nicht, du gehst allein, die Miz Tourage bleibt da. Und ja, dann wurde hier aus der Miz TV Party ganz schnell die Trauerfeier, denn Kurt Angle hat dann den Main Event verkündet und zwar Braun Strowman, Bobby Lashley, Seth Rollins, Finn Balor und Mystery Man vakant gegen die 5 im Ring. Geiles Segment. Das war fantastisches Segment, ja. Miz, Owens, Zane, die Miz-Tourage war gut, also das war awesome. Man hat es eigentlich perfekt gemacht, fand ich. Man hat es echt geil rübergebracht, es war ein bisschen mit Comedy dabei, Ernsthaftigkeit. Man hat es teilweise logisch gemacht, auch wenn man sagen würde, wie hat Stephanie das hingekriegt, mit einem gebrochenen Arm zu schreiben, aber gut. Aber es war ein sehr, sehr geiles Segment, auch wie auch The Miz eigentlich so smackt dann soll, dass Daniel Bryan halt gefragt hat, kann er jetzt kommen und so weiter. Also, super. Und damit steht fest, dass Miz zu SmackDown geht. Fantastisch. Die Fehde, auf die wir schon seit 2 Jahren warten. Seit dem Talking Smack Segment. Wenn dieses Match irgendwann groß stattfindet, was mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt passieren wird, diese Video-Packages dann, ey, das geht ja eigentlich seit Daniel Bryan's NXT-Debüt damals. Da kann man so viel mit arbeiten. Das wird so geil. Ja, nächstes Match. Revival gegen Matt Hardy und Bray Wyatt.
Und vor dem Match gab es die Wacky Matt Hardy, Bray Wyatt Intro, Begrüßungslaternen ausblas, We're here, Dingens. Der Tag Team Finisher von beiden suckt. Später zeigen zwei Leute, wie ein geiler Tag Team Finisher aussieht. Der ist Bullshit. Dieser Sister Abigail, ich werfe ihn rückwärts in Twist of Fate rein. Beziehungsweise, nee, den haben sie letzte Woche gezeigt. Diese Woche war es Letzte ein Wheel. Woche. Diese Woche war es ein Wheelbarrow Twist of Fate, der noch beschissener aussah. Und ja, die haben gewonnen und treten gegen die Bar an für die Raw Tag Team Titles beim Greatest Royal Rumble. Ja, und wer wird wohl das Match gewinnen? Ja, wer wohl? Natürlich Matt Hardy und Bray Wyatt, ist doch klar. Gut. Dann das schlimmste Musikvideo meines Lebens. Alle Superstars, wie sie alle auch immer heißen, haben zusammen gesungen und haben angekündigt, dass jetzt natürlich der nächste Pay-Per-View so ganz groß ist und alle Superstars sind vereinigt und bla bla bla. Wow, ich will dieses Videopackage nie wieder in meinem Leben sehen. Ich hab's einmal gesehen und dann nie wieder. Richtig. Wer ein trashiges, was aber awesome ist, sehen will von so einem Videopackage, wo auch alle singen, ist Wrestle Rock Rumble, ich glaube 89 oder so. Kann man mal auf YouTube eingeben. Das ist fucking awesome. Aber das war Bullshit. Fashion Police ist dann debütiert bei Raw. Haben Backstage Cesaro und Sheamus Strafzettel gegeben. Okay, kann man machen. Und dann war Rousey Backstage bei Kurt Angle. Kurt Angle hat nochmal gesagt, du warst awesome bei WrestleMania. Dann hat's geklopft und jeder dachte, okay, Charlotte. Nee, leider nicht. Natalya. Rousey und Natalya haben sich dann umarmt, ey. Best Buddies und so. Sind ja auch Freunde im Real Life. Haben ja miteinander trainiert und so. Und Natalya hat dann gesagt, ja, hier, ich bin Beste ist, Beste was, Beste ever will be. Und dann hat sie noch gesagt, ja, vielleicht auch nur die Nummer 2. Und ja. Ging ja später weiter zwischen denen. Ja, wird, denke ich mal, darauf hinauslaufen. Also Natalya ist das offizielles Mitglied von SmackDown, von SmackDown, von Raw. Und wird natürlich darauf hinauslaufen, dass Natalya irgendwann splittet und dann eine Fehde gegeneinander haben. Richtig. Super. Supi. Ember Moon gegen Mickie James. Match war egal. Finish war awesome. Der beste Eclipse Cell aller Zeiten. Boah, der war geil. Also der Finisher an sich ist schon ziemlich, ziemlich geil. Aber das Selling von Mickie James war 1A. Miss Storage, Miss Sami Zayn und Kevin Owens Backstage. Miss war immer noch pissed, dass er geht. Kevin Owens und Sami Zayn haben gesagt, ey, bleib mal ganz cool, heute bist du noch bei Raw, wir machen das jetzt hier noch awesome. Und die Miss Storage war schon ein bisschen zurückgezogen, die haben schon so ein bisschen was angeteased, was da im Main Event passieren sollte. Und ja, war okay. Haben sich darauf geeinigt, heute auf jeden Fall das Match zu gewinnen. Dann wurde es erstmal nicht so awesome, aber dann wurde es richtig awesome. Ja. Es kam diese berühmte, na gut, berühmt nicht, aber es kam die bekannte Störung und wir wussten alle, dass Dolph Ziggler herauskommt. Hat eine Promo gehalten, wurde aber relativ schnell von Titus Worldwide unterbrochen. Ab dem Moment wollte ich dann pissen gehen, weil mir wurde es dann zu trashig. Aber dann sagt Dolph Ziggler, ja gut, ich bin nicht alleine hier. Und dann kam Drew fucking McIntyre und hat Titus O'Neil erstmal ermordet, indem er ihm Kopf voran gegen den Ringpfosten geschmissen hat. Und dann gab es den geilsten Tag Team Finisher aller Zeiten, den Claymore Kick into Zigzag, der awesome aussah. Und ja, ich habe auf Twitter sehr, sehr oft gelesen, Diesel und Shawn Michaels. Problem ist, dass Dolph Ziggler ein beschissener Shawn Michaels und Drew McIntyre ein absolut göttlicher Diesel ist. Das passt Und nicht ganz. richtig, also eigentlich müsste Drew McIntyre der Shawn Michaels und Dolph Ziggler Diesel sein. Vom Können her. Das würde passen eher. Aber oh, Drew McIntyre, also als der da stand, das hat einfach gepasst. Der sieht einfach aus wie ein Star.
Ich finde es okay, dass man ihn jetzt mit Dolph Ziggler paart. Das hört sich absolut gay an, wenn man das so Ja, das habe ich sagt. jetzt auch gerade kurz gedacht. Was war das für ein Wort gerade? Wenn man die ins Tag-Team stellt, sagen wir es so. Ja. Weil bevor man Drew McIntyre hochholt, ihn nichts machen lässt und er dann lahm wird, soll man ihn lieber in ein Tag-Team stellen mit Ziggler. Vielleicht holen sie die Tag-Team-Titles und dann in Richtung Survivor Series oder so sollen sie sich dann splitten. Drew McIntyre soll das Match zwischen beiden gewinnen und dann soll er in Richtung IC oder halt World Title dann gehen, am besten. Ich hoffe mal, dass Drew McIntyres zweiter Run erfolgreicher sein wird als sein Oh. erster. Und ja, bei NXT lief es ja ganz gut, dann kam ja die Verletzung. Jetzt hoffen wir mal, dass der Start gut ist. Das Segment war richtig geil. Also am Anfang nicht so, aber am Ende wurde es geil. Drew McIntyre bei Raw wieder zu sehen. Freut mich und ich hoffe mal, dass er einen besseren Run hat. Und ich hoffe nicht auf eine Reunion von 3MB. Oh Gott. Bitte. Nicht. So, Ja, nächste damit. Promo hast du natürlich gesehen. Nächste Promo hast du natürlich gesehen. Nein, habe ich nicht gesehen. Ich mach's kurz, die Promo hat gesackt. Es war nicht so schlimm wie letzte Woche, dass ich jetzt 5 Minuten ragen müsste, sondern sie war einfach nur Kacke. Dann kam halt wieder Joe raus und hat halt prinzipiell dieselbe Promo gehalten wie letzte Woche. Also hätte ich einfach die Promo von letzter Woche abspielen können und dann hätte ich das gleich gesehen. Nein, die Reigns-Promo war nicht so schlimm wie letzte Woche. Okay, aber der Joe-Teil war. Der war genauso. Also, nee, letzte Woche war vielleicht noch geiler, aber diese Woche war auch ziemlich gut. Okay. Ja, habe ich nichts verpasst. Ja. Ja, ich meine, jeder weiß, worauf das hinauslaufen wird. Samoa Joe spielt gerade irgendwie den Paul Heyman. Der hypt hier gerade Brock Lesnar auf und sagt jede Woche und jede Show, weil bei SmackDown hat er es auch gemacht. Spoiler, Spoiler, dass Brock Lesnar Roman Reigns killen wird. Das sagt er jetzt schon seit 2 Wochen. Über 3 Shows verteilt. Und ja, wir wissen alle, worauf es hinausläuft. Reigns holt den scheiß Titel in Saudi-Arabien und besiegt dann Samoa Joe bei Backlash. Yippie. Gotta make him look strong. Yay. Natalya besiegt Mandy Rose in 3 Minuten. Nach dem Ja. Match attackiert Natalya, attackiert Mandy Rose und dann will Ronda Rousey und dann macht Ronda Rousey einen Save und dann, ja, wollte Sonya Deville einen Box, einen MMA-Fight mit Ronda Rousey machen und Ronda Rousey hat die einfach platt gemacht. Aufeinandertreffen war ganz cool mit Sonya Deville und Ronda Rousey so als MMA-Verschnitt. Auch wenn Sonya Deville natürlich relativ knackig weggerotzt wurde. Also sah so aus, als würde Ronda Rousey überkrass und Sonya Deville kann nix. Richtig. Ja, Match war, ja, war halt da. Das danach, das Event war ganz nett. Breezango besiegt The Bar, Push Rollup nach 4 Minuten. Ich bin da relativ zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es okay, den Sieg Breezango zu geben. Das nehme ich jetzt schon mal vorweg, denn The Bar geht ja zu SmackDown, deshalb kann man da im Abschiedsmatch quasi nochmal ein neues Team den Sieg geben, okay. Aber man weiß genau, dass es das falsche Team war, weil aus Breezango wird bei Raw nichts werden. Deshalb war der Sieg hier oder die Niederlage vielmehr von The Bar verschwendet. Hätte man jetzt nochmal Revival oder so die besiegen lassen, hätte man gesagt, okay, die werden vielleicht gepusht. Aber Breezango wird never ever irgendwie in eine Tag Team Title Region gepusht. Zumindest nicht bei Raw, bei SmackDown. Okay, vielleicht. Da wurden ja auch Slater und Rhino Champions. Aber bei Raw wird das nicht passieren. Und ja, ich fand es auch nicht so prickelnd, dass The Bar jetzt das Match verloren hat, weil die sind Number One Contender. Die treten nächste Woche, ja, um die Tag Team Titles an. Und deshalb war das nicht das Optimalste. Nee, die beste Lösung war es auf keinen Fall. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Also, ja, Bar geht ja zu SmackDown, ist ja klar. Davor noch den Ankündigung, dass Baron Corbin zu Raw geht. War auch noch so eine Sache. Und ja, war halt da, aber war jetzt nichts Geiles. Dann kam Elias. Richtig.
Er wollte vor der Crowd nicht antreten. Letzte Woche wurde von Bobby Lashley ermordet. Diese Woche mag er die Crowd einfach nicht und deshalb singt er jetzt allein für Rin Young. Und Rin Young hatte keine Lust. Es gibt keine Sendezeit dafür. Oh. Richtig. Brock Lesnar ist nächste Woche mal wieder da. Schön für ihn. Geil. Dann hat man den Main Event. Braun Strowman, Bobby Lashley, Seth Rollins, Finn Balor und Bobby Roode. The Glorious One. Gegen Miss Bordell, das gehört das Excel Kevin und Sami Zayn. Match war ziemlich lang. Match war relativ gut. Und ging 22 Minuten. Die Faces haben gewonnen. Wie man das bei der Teambesetzung eigentlich schon bemerkt haben sollte. Das Finish fand ich ganz cool. Ähnlich wie bei den Offers of Pain und Paul Ellering, die sich halt gesplittet haben, hat man halt hier auch den roten Faden quasi, ich sag mal, beendet, indem halt einfach das Kapitel Mr. Rush und Miss beendet wurde. Sie sind quasi gegen Miss geturnt, weil sie in Zukunft eh nichts mehr miteinander zu tun haben werden und von daher war das ganz cool, dass das Kapitel so abgeschlossen wurde. Und auch wie dann die Heels auf der Stage standen und runtergeblickt haben auf Miz, der dann halt am Ring saß und total am Boden zerstört war, weil er ist ja jetzt eh bei SmackDown und jetzt sind seine Buddies gegen ihn geturnt und was weiß ich. Und das war ganz cool. Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. War ganz cool gemacht. Ja, das war ein schöner, netter Split. Das Match war ganz in Ordnung. Bobby Roode bei Raw kann man so machen. Ich kann damit leben. Und ja, mehr kann man nicht sagen. Faces haben gewonnen, war ein ordentliches Match. Ja, wie gesagt, der Split am Ende war ganz nett, hat gepasst. Und damit endet auch die erste Ausgabe vom Superstar Shake-Up. Richtig. Um Raw zu komplettieren, man hat neben den Leuten, die hier debütiert sind, noch online ein paar angekündigt, und zwar sind insgesamt jetzt Jinder Mahal bei Raw, der Riot Squad, Kevin Owens und Sami Zayn, Zack Ryder, Breezango, Natalya, Mojo Rawley, Dolph Ziggler, Baron Corbin, Mike Kanellis mit Maria Kanellis, The Ascension, Bobby Roode, Chad Gable ohne Shelton Benjamin und Drew McIntyre. Da wurde ordentlich durchgeschickt. Ja. Einmal bitte die Midcard-Division austauschen, bitte. Zum Mitnehmen, danke. Richtig. Ja, Fazit zur Ausgabe. Ich war unterhalten. Ich fand den Shake-Up wesentlich besser als letztes Jahr. Ja. Und ja, ich fand es schon gut. Die Matches waren Bullshit, aber die Segmente waren alle ziemlich unterhaltsam. Ja, größtenteils hat die Show von den Segmenten her gelebt und war auch ganz gut. Es war immer interessant, wer zu Raw kam. Man hat es besser aufgezogen als letztes Jahr. Es gab coole Segmente, die Matches waren in Ordnung. Teilweise, manche waren auch Bullshit. Und von daher war es trotzdem eine gute Raw-Ausgabe. Ja. Dann kommen wir zu Friday. Ach Quatsch, Friday Night SmackDown. Ich bin jetzt in 2008. Nein, WWE. Tuesday Night SmackDown Live vom 17.04.2018. Der 17.04. natürlich ein ganz besonderer Tag. Yes. Ein staatlicher Feiertag, muss man so sagen, ne? Genau. In der Dunkin' Donuts Center in Providence, Rhode Island. Und ja, womit kann man mit so einem Feiertag anfangen? Ja, mit dem besten Wrestler in der WWE. Ja, okay. Einem der besten Wrestler in der WWE. Ich will jetzt da Daniel Bryan nicht ans Bein pissen. Ja, AJ Styles kam raus und hat gesagt, ey Nakamura, so geht's nicht und ich will dich jetzt herausfordern für einen Fight. Dann kam Rusev und die Crowd ist eskaliert. Und dann kam Rusev für einen Fight und die hatten dann halt den Opener und das Match ging 30 Sekunden, weil AJ Styles ihn direkt in den Calf Crusher, ich wollte Calf Killer sagen, genommen hat. Und Aiden English ist eingegriffen zum DQ. Die haben dann AJ Styles weiter gekillt und Daniel Bryan hat dann den Save gemacht. Ja. Sehr gut. Rusev wird sehr gut gepusht. Ja, AJ Styles mit einer ganz netten Anfangspromo. Ja, hat Rusev bekommen und ja, das war eher ein Squash. Gefühlt für Rusev.
Ja. Paige und Shane McMahon backstage. Paige hat dann angekündigt, dass es in Teddy Long-Manier hat sie dann gesagt, ey, Tag Team Match Player, heute Abend dann Aiden English, Rusev gegen AJ und Brian. Und Shane hat ihr dann gratuliert, dass sie so einen tollen Job macht. Letzte Woche das geile Match, diese Woche die Ansetzung und hat sie dann quasi weggeschickt und hat dann noch den Holla 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 Dance gemacht und ja, beide haben sich dann weird angeguckt, so von wegen, what the fuck war das? Ey, das war einfach wieder so ein lustiges Segment. Übrigens noch, dass The Miz auch offiziell zu SmackDown zurückkehren wird. Wurde ja auch gesagt. Aber das mit Teddy Long, das war auch eine schöne Anspielung. Hat mir gefallen. Ja, das war cool. Dann hatten wir Shelton Benjamin, der rauskam, hat dann eine Promo gehalten über Chad Gable, der allein zu Raw ist und hat dann gesagt, ja, war ein guter Partner, aber jetzt bin ich wieder allein unterwegs und hat dann quasi so eine Art Open Challenge announced und dann kam Randy Orton heraus und dann ging die Musik aus und er blieb da so für 10 Sekunden stehen und jeder dachte sich nur, what the fuck? Und dann kam die Musik von Jeff Hardy. Und Jeff Hardy kam dann stattdessen in den Ring, ist an Randy Orton vorbei. Der hat ihn nur so ein bisschen angeguckt von wegen, what the fuck? Und dann hatten wir das Flashback 2006 Raw-Match zwischen Jeff Hardy gegen Shelton Benjamin. Und das Match war ein Flashback 2006 Raw-Match. Also war relativ gut. Ja, waren auch gute Wrestler dabei, Chad und Benjamin und Jeff Hardy. Chad und Benjamin, der erstmal dachte, dass ja, Chad Gable auf positiv erwähnt hat und dann auf einmal so, nein, habe ich nicht so gemeint, wurde gehackt. Natürlich. Und Jeff Hardy bei SmackDown, freue ich mich. Ist so wieder ein bisschen so, ja, so eine Erinnerung 2008, ne, wo ich ja angefangen habe, Wrestling zu gucken und Jeff Hardy auch da war und sah, Jeff Hardy wirklich so seinen Aufstieg hatte zum Topstar. Und jetzt ist er wieder zurück bei SmackDown. Freut mich. Und cool, dass Hardy bei Raw, bei SmackDown ist. Und Das das Match. hat bei mir auch diese Flashbacks ausgelöst halt, weil in meiner Anfangsphase 2006 war das halt das Raw IC-Title-Match immer so Jeff Hardy, Shelton Benjamin, ab und zu noch Johnny Nitro oder Kalito mit drin. Genau, bei mir war es ja so, dass Jeff Hardy halt so der Main, also so in den Main Event gegangen ist Richtung 2008 und Shelton Benjamin halt dieses Gold Standard war, wo er Ja, US Champion richtig, war. ja. Genau, Ja, das das war ja so. 2006, mit Shelton Benjamins Mutter war akkurat. Ach ja, die guten alten Flashbacks kann man sagen. Aber es war auf jeden Fall ein Flashback, der schön war. Hier in dem Fall. The Miz hat dann eine Selfie-Promo gehalten, hat gesagt, diese Woche ist er nett da, nächste Woche wird er Brian auf die Fresse hauen. Und hat dann gesagt, I'm gonna kick your ass. Und Maurice hat dann nur gesagt, ey, ruhig, Kind ist anwesend. Und dann hat er tatsächlich hier, wie hieß das Kind nochmal, Monroe Sky oder so, glaube ich. Oder? Ja, Oder? Monroe Sky. Ich glaube schon. Hatte dann quasi ihr Debüt, wurde dann geshake-upt zu Raw, zu SmackDown. Und ja. Geschick ab zu SmackDown, alles klar. Ah ja. Jeder, der gezeigt wird, ist gedraftet, ist geshake-upt. Okay. Durchgeshaked. Durchgeschickt hier. Geschickt. Ja, dann gab es noch neue Mitglieder, Mandy Rose und Sonya Deville. Das wundert mich natürlich nicht bei Paige als GM. Richtig. Dann gab es Oh Gott. Luke Harper gegen Jey Uso. Luke Harper hat Jey Uso ermordet, wollte ihn dann nach dem Match weiter ermorden, aber dann kam eine schreiende Naomi an und hat dann gesagt, nö, und dann sind die Bludgeon Brothers gegangen. In der What? Attitude Era hätte Naomi den Hammer dann abgekriegt. Also ich sag nur WTF. Ja, das war Bullshit. Aber das nächste war nicht Bullshit. Sin Cara stand im Ring und hat auf seinen Gegner gewartet. Okay, den meinte ich natürlich nicht. War dann Samoa Joe. Den Und meinte ich. Samoa Joe ist awesome. Und Genau. hat Sin Cara weggesnackt. Und hat dann nach dem Match die Raw-Promo gehalten über Roman Reigns. Genau, war eigentlich so. Einzige Sache, die hier neu erwähnt wurde, war, dass er bei
dem Greatest Royal Rumble den IC-Titel gewinnen wird und dann bei Backlash gegen Roman Reigns antreten wird, wenn er dann vielleicht den US-Titel, den Universal-Titel hat. Und dann gibt es dann hier, dann holt er sich den zweiten Titel dann. Dann ist er Joey Two Titles. Ja, kann er machen. Wird nicht passieren. Das wäre awesome, aber wird nicht passieren, ja. Weder der IC-Title noch der US-Title, weder der IC-Title, Universal-Title wird er nicht gewinnen, weil ja, beides Titel von Raw sind, ich glaube, dass sie jetzt nicht nochmal wechseln. Gut, Jinder könnte den Titel zurückholen. Sanity kommt zu SmackDown. Video-Package. Danach hatten wir Daniel Bryan backstage bei Noreen Young. Sanity übrigens ohne Nick Cross. Interessanterweise. Ja. Aber Alexander Wolf ist am Start. Das ist geil. Nikki Cross wird also bei NXT noch ein bisschen was machen. Finde ich schade. Wäre eine Bereicherung für die SmackDown Women's Division, die, wo wir gleich dazu kommen, sowieso ziemlich gut ist. Aber Nikki Cross dazu wäre nochmal eine Schippe drauf. Trotzdem ist sie ziemlich gut, die Division, muss man ganz einfach sagen. Mittlerweile ja. Und ja, wie gesagt, dann Brian backstage hat eine Promo gehalten über AJ noch und über Nakamura. Und dann kam fucking Big Cass und hat dann sich in, das war so eine Vince McMahon, so ein Vince McMahon Segment, weil Big Cass hat sich halt über Daniel Bryans Größe lustig gemacht, weil er halt 7 feet tall ist and you can't teach that und fuck off. Wen interessiert Big Cass. Ja. Das hatte so null Impact gehabt, als er da stand. Also, doch. Oh, die Crowd ist da. Übelst steil gegangen. Und ich dachte mir nur so, warum? Ich auch nicht. Ich hab gedacht, interessant, super. Juckt mich nicht. Vor allem, dass der direkt, also da kommen wir später natürlich nochmal zu, aber es ist wieder so ein, der Vince McMahon-Fetisch. Das ist halt der größte Kerl, wird halt am härtesten gepusht. Männer das ist Vince. Hört sich an wie ein 70er Jahre Porno. Ja. Ich meine, Carmella ist beteiligt, also das ist ja jetzt vom Prinzip her nichts Schlimmes, wenn es darum gehen würde. Stattdessen hat sie aber eine Promo gehalten. Gut, ist okay. Kann Carmella, im Ring ist sie jetzt nicht die Beste, aber wenn sie eine Promo hält, ist sie gut. Und wenn sie nicht schreit? Ja, wenn sie einen halben Orgasmus bei ihrem Finisher kriegt. Hat dann ihren Briefcase, also ihren Koffer Frankie genannt. Wundervoll. Aber hat jetzt den Titel, der heißt Cleopatra. Wundervoll. Und mit ihrem Titelsieg hat sie den größten Moment im Women's Wrestling erreicht oder gegeben oder zementiert oder wie auch immer. Alles. Den größten Moment in der Geschichte der weiblichen Zivilisation. In diesem Ever. Ja. Sowohl vor 2000, vor 1000, vor Christus, aller Zeiten. Ja. Eine wichtigere Frau als Eva. Oh. Kann man hier nur zustimmen. Oh, jetzt kommen die ganzen religiösen Vertreter in den Kommentaren und Video wird gebannt. In ja, allen wer hier keine Häusern. Wer hier keine Ironie versteht, naja, gut. Das war mein voller Ernst. Carmella ist die wichtigste Frau in der Geschichte der Menschheit. Okay. Also neben meiner Mutter. Ja, wobei nicht ganz. Carmella stelle ich schon einen Ticken drüber. Charlotte. Gut, dass deine Mutter nicht die Podcasts hört. Na, ist mir egal. Charlotte kam dann raus und hat da geweint. Also bildlich gesprochen. Und dann kam Iconic Duo raus und haben sich dann über Charlotte lustig gemacht, wie die weint darüber, dass sie den Titel verloren hat. Dann Carmella, die sich darüber lustig macht, dass Charlotte weint, weil sie ihr den Titel abgenommen hat letzte Woche. Und dann haben alle Charlotte angegriffen und Becky Lynch hat den Safe gemacht, was dazu geführt hat, dass wir dann Charlotte gegen Billie Kay hatten. Charlotte hat gewonnen. Und nach dem Match gab es dann den Beatdown erneut gegen die Faces, bis Asuka den Save gemacht hat. Und damit ein neues Mitglied bei SmackDown. The Empress of Tomorrow. Asuka, Charlotte, Becky Lynch, Iconic Duo,
Naomi vielleicht auch noch. Das ist eine extrem starke Women's Division. Das muss man einfach sagen. Keine Alexa Bliss. Ja, die ist ja bei Raw. Ja, meine ich ja, keine. Ach so, ja, klar. Keine Alexa Bliss. Auch keine von NXT. Wie gesagt, Nikki Cross wäre halt jetzt perfekt gewesen, wenn Sanity eh hochkommt. Die wäre nochmal so die Kirsche quasi auf dem Sahne-Eis gewesen. Aber trotzdem eine ziemlich gute Division. Also du hast so ein bisschen die Wrestlerin Asuka, ja genau, Asuka, Becky und Charlotte und dann halt die sehr, sehr guten Talkerinnen mit Iconic Duo und Carmella. Also das kann eine ganz coole 3 gegen 3 Fehde werden. Also die Division SmackDown wird hoffentlich gut sein. Die wird iconic. Ja, Oder so. die Women's Division ist iconic, die Main Event Szene ist phänomenal und die Tag Team Division gibt die Bar. Gibt die Und Raw Bar. ist da. Was? Rolly ist da? Nee, Raw ist da. Achso, Raw. Ja, Raw ist. Ja. Der Club kommt zu SmackDown, wurde angekündigt. Die Bar kommt zu SmackDown. Ich meine, wir haben hier eine 2-Stunden-Show, deshalb kann man nicht alle reinpressen. Deshalb wurden die zwei mit Grafiken vorgestellt, beziehungsweise die Bar hat noch eine kleine Promo gehalten. Dann hatten wir ein Comedy-Segment Backstage. R-Truth wurde rüber geshakt. Er hat aber gedacht, er wäre bei Raw. Und ja, war halt ein R-Truth-Segment. Und dann Aber jetzt kommt dein Moment. absolut göttlich. Ich bin ausgemacht. Andrade Cien Almas und Zelina Vega kommen zu SmackDown. Was jeder gehofft hat, was jeder erwartet hat. Es ist passiert. Es ist passiert. Awesome. Awesome, awesome, awesome. Und ich hoffe, er wird gut gepusht. Also habe ich auch auf Twitter geschrieben, diese Main-Event-Szene jetzt, AJ, Daniel Bryan, Nakamura, The Miz, Samoa Joe und Andrade Almas. Großartig. Also, wow. SmackDown ist durch diese Show wieder so interessant geworden. Die haben diesen Shake-Up, sie haben von diesem Shake-Up so hart profitiert, weil wen hat Raw gekriegt? Interessantes. Bobby Roode vielleicht und Drew McIntyre. Ja, da zitiere ich mal The Big Dog. Nakamura, Joe, AJ, Bryan, Almas, Orton in the Main Event Scenes, in the Club Bar, New Day, and the Usos, in the Tag Team Division. The SmackDown Live Roster is just out of this world. Wie konnte ich nur Orton gerade in meiner Aufzählung vergessen? Hast du doch. Unglaublich. Ja, nee, in meiner eben Aufzählung im Podcast. Ach so. Also, Unglaublich. Iconic Duo, Asuka, Becky, Carmella und Charlotte plus Naomi. Isn't pretty great women's division. Hat er recht. Ich weiß. Ja, The wirklich. Big Dog hat immer recht. Das ist mein Yard hier. Das ist dein Yard. Mein Zaun. Auf jeden Fall, ja, SmackDown hat einen geilen Kader. Ja, Raw hat ins Scheißhaus gegriffen, weil die haben sich Jinder Mahal rübergeholt. Also Kurt Angle ist der worst General Manager of all time. Und Paige die Beste. Page, ja. Oh, ich hab den Joke verpasst. Ah, ja. Naja. Waren wir nicht auf derselben Page? Nein, meine ich nicht. Ich habe den vorhin bei der Tag Team Match Ansetzung, dass Page Ja. Erfahrung hat mit Tag Team Action. Ja, ich weiß, was du meinst. Page ist übrigens Meme des Monats. Das sehe ich jeden Tag, wenn ich auf Twitter oder auf Facebook gehe und irgendeine Wrestling-Seite geliked habe oder halt followe. Sehe ich jeden Tag dieses Page-Gesicht von ihrem Promo-Clip mit Page hier. Das sehe ich jeden Tag. Und es ist awesome. Wo sie aussieht wie Paul Bearer ist. Mit ihrem langgezogenen Gesicht, weißem Make-up, roten Lippenstift, schwarze Augenbrauen, schwarze Haare. Das ist halt Page Paul hier. Bearer. Ja, ja, roter Lippenstift. Page hier. Ah, großartig. Oh, der Jonas hat Geburtstag. Wollte schon kurz erwähnen. Sorry. Hat mir nur gerade angezeigt. Erstmal gratulieren. Naja, gut. Das Dann war hatten wir den schlecht. Main Event. AJ und Daniel gegen Rusev und Aiden English. Nakamura hat AJ am Ende wieder in die Nüsse geschlagen.
Er ist auf seine Eier aus, er will das Überraschungsei haben. Und Big Cass hat Daniel Bryan weggebootet und dann sollte Nakamura noch erklären, was jetzt hier gerade passiert ist, aber Nakamura hat vergessen, wie man Englisch spricht. Schade. Auf Twitter wurde er dann konfrontiert von Corey Graves und Nakamura hat dann auf Spanisch geantwortet. Nakamura ist awesome als Heel. Gut, dass man übersetzen kann bei Twitter. Nachher so Corey Graves, hä? Was sagt denn da? Drücke auf Übersetzen. Ja, genau, Google Translator. Wahrscheinlich hat er bei Almas gefragt und Almas hat geantwortet. El Idolo. El Idolo. Tranquilo. Ja, so eine Art. Auf jeden Fall, ja, Main Event war ganz in Ordnung. Danach Aftermatch, ja, mit Nakamura und AJ, ja. Nakamura hat irgendwie Lust, irgendwie No Blows zu geben. Und ja, Big Cass gegen Brian. Naja. Naja. Bullshit. Ich Naja. meine, wenn du wirklich Big Cass pushen willst, dann ist es der perfekte Gegner, weil Daniel Bryan ist beliebt und kann sellen. Aber es ist halt Big Cass. Also, who cares? Kein Mensch will Big Cass. Er hat kein Ja. Ass. Genau. Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, oder? Ja. Das war SmackDown Live. Fazit. Ja, würde ich so aufs selbe Niveau stellen wie Raw. Die Matches waren auch nichts Besonderes. Aber die Segmente waren halt ganz cool und halt, wie gesagt, vor allem gibt die Show halt Hoffnung. Also ich fand halt die letzten, oder eigentlich seit einem Jahr oder so, SmackDown sehr uninteressant. Gerade Jinder als Champion hat halt die Show komplett gekillt für mich. Aber mit dem Roster sieht die Show jetzt schon wieder so vielversprechend aus, dass ich zukünftig auch wieder mehr SmackDown gucken werde, wenn es zeitlich denn passt. Und eventuell dadurch auch mehr Reviews, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt wieder hier so eine zusammengefasste. Kann Richtig. natürlich auch wieder der Fall sein, dass wieder Raw und SmackDown einzeln kommen. Das ist durchaus möglich. Aber ja, wir sehen halt, wie es Zeit ist. Wir wollten ja gestern machen. Hat es nicht ganz geklappt. Natürlich auch dadurch, dass er auch Geburtstag hattest. Aber ich auch dann auch keine Zeit mehr hatte. Und ja, dann natürlich dann mit der Planung halt ein bisschen blöd war. Aber heute hat es geklappt und ja, die Geburtstagsausgabe von Micha war ganz cool. War eine coole SmackDown-Ausgabe, hat mir gefallen. Vor allem natürlich die Transfers und wenn man überlegt, wer so alles zu SmackDown gekommen ist und wer das Roster jetzt ist, das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Und ich freue mich auf SmackDown. Ich habe ja SmackDown weiterhin geguckt und das werde ich weiterhin tun. Und ja, Reviews werden dann eventuell öfters kommen. Richtig. Ja, hast du noch irgendwas loszuwerden? Nee, das war's. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Ausgabe. Wenn ihr es seht, dann ist wahrscheinlich Jonas Geburtstag vorbei. Ansonsten, Happy Birthday, Jonas. Hoffentlich hast du einen guten Tag und ja, hast schön, was du immer gesagt gemacht, gerne machst. Diskussionsbedarf. Richtig. Gut, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, schreibt doch mal in den Kommentaren und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao.